Das Junior-Team des VfC Plauen hat den 7. Stadtwerke-Cup gewonnen. Wieder waren alle 15 Vereine von Plauen zur Stadtmeisterschaft dabei. Turniersponsor Peter Kober von den Stadtwerken Strom Plauen eröffnete das Turnier. 550 Zuschauer fieberten auf der Tribüne mit. Nach 30 Vorrundenspielen hatten sich die besten 8 für das Viertelfinale qualifiziert. Der SC Syrau erreichte das Halbfinale durch einen 4:1 Erfolg gegen den VfB Nord. Die SG Jößnitz besiegte Concordia mit 2:1 und der VfC Plauen den 1. FC Rentsch mit 1:0. Im 4. Viertelfinale unterlag Vorjahressieger SG Unterlosa gegen Lok Plauen mit 2:4. Im ersten Halbfinale wurde es richtig spannend. Der SC Syrau setzte sich mit 3:2 nach 9-Meterschießen gegen die SG Jößnitz durch. Im zweiten Halbfinale gewann der VfC Plauen gegen die starke Lok-Mannschaft mit 4:0. Die starken Jößnitzer waren zum ersten Mal bei diesem Turnier ins Halbfinale eingezogen. Doch nach dem unglücklichen 9-Meter-Aus gegen Syrau unterlagen sie auch gegen den stark aufspielenden ESV Lok mit 1:3 im Spiel um Platz 3. Im Finale gewann das Junior-Team des VfC Plauen verdientermaßen den 7. Stadtwerke-Cup. Der neue Hallenfußball-Stadtmeister setzte sich gegen den SC Syrau mit 4:3 nach 9-Meterschießen durch. Für den SC Syrau war es bereits die 3. Vizemeisterschaft bei diesem Turnier. Der VfC war durch Tim Sluga mit 1:0 in Führung gegangen. Benjamin Mattes hatte für Syrau vorbereitet, Paul Schneider erzielte den 1:1 Ausgleich. Dabei blieb es bis zur Schlusssirene. Dann parierte VfC-Torhüter Leon Seefeld einen 9-Meter erfolgreich und Kevin Walter versenkte den entscheidenden Schuss vom Punkt. Besonders auffällig beim VfC war Charlie Spranger, der 4 Tore erzielte. Der Sohn des legendären Torjägers Arndt Spranger traf genau wie Tim Sluga und Kevin Walter 4-mal. Ins All-Star-Team schafften es die beiden jedoch noch nicht. Dort durfte sich Torschützenkönig Julian Dolle von der SG Unterlosa mit 8 Treffern feiern lassen. Bester Torhüter wurde zum 4. Mal Thomas Reinhold vom VfB Großfriesen und als beste Spieler wurden gewählt Nino Fares vom ESV Lok Plauen, Anton Töttmann von der SG Jößnitz und als bester Spieler des Tages Felix Vorbrigger vom 1. FC Rentsch. Bedanken möchten sich die 141 Spieler an dieser Stelle beim 1. FC Wacker und dessen 56 Helfern. Der 1. FC Wacker organisiert seit 7 Jahren die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft zusammen mit den Stadtwerken Strom-Blau. Chris Biggerock, die 7. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ist Geschichte. Der 7. Stadtwerke-Cup ist vergeben. Ihr seid wieder nur Zweiter geworden, der SC Syrau. Wie hast du das Turnier gesehen? Das Turnier an sich heute fand ich nicht so hochklassig wie eigentlich die letzten Jahre. Wir hatten alle leider die beste Mannschaft nicht dabei, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Aber die haben es wieder gut gemacht. Und ich denke, wir waren dann wieder verdient im Finale. Und gut, dass du im Finale wieder am 9-Meter-Schießen verlierst, das kennen wir ja mittlerweile. Daher, es ist ärgerlich. Wir wollen endlich mal das Ding gewinnen, aber es soll nicht so sein. Und nächstes Jahr neuer Versuch und dann schauen wir weiter. Peter Kober, wir haben vor 7 Jahren angefangen mit der Stadtmeisterschaft. Wie ist denn dein Zwischenfazit?
Also die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in Plauen hat sich in den 7 Jahren prächtig entwickelt. Sie ist aus dem Sportkalender der Stadt Plauen nicht mehr wegzudenken. Und ich erlebe das ja hautnah. Das beginnt schon bei der Auslosung, bei den Vorbereitungen und beim Turnier. Die Plauener Vereine nehmen dieses Turnier sensationell gut an. Es wollen immer alle dabei sein. Sie wollen alle gut abschneiden. Die Fans nehmen es sensationell gut an. Also diese Stadtmeisterschaft ist wirklich ein Highlight im Sportkalender unserer Spitzenstadt.